Auf geht's, Mission 1-1. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elben zu Dwarf News des Monats März. Die Themen des diesmonatlichen Dwarf News. Und da hätten wir als erstes ein brandaktuelles Thema. Und da ist auch schon der erste Kurs bei. Das brandaktuelle Thema ist 2 Jahre Zwergenfürst LP 2018 sozusagen. Ja. Ist nun vorüber. Am 27. Februar 2016 habe ich mein erstes Let's Play, mein erstes Video auf YouTube hochgeladen und das habe ich am 27. Februar 2018 in einem 2-jährigen Jubiläum gefeiert. Mal sehen, wie viel wir davon heute schaffen. In einem kurzen, ich glaube es waren 15 Sekunden, im 15-sekündigen Clip kam um 10 Uhr am 27. natürlich am Dienstag ein kleines kurzes Clipchen online, in dem ich anhand von 2 Kameras die Zahl 2 geläutet habe. Also phänomenal war das nicht, aber man hat 2 Kameras und 2 Jahre YouTube. So werde ich das jetzt professionell jedes Jahr fortführen. Nächstes Jahr sind es dann 3 Gegenstände, versteht ihr, was ich meine. Und um 14 Uhr kam dann ein lang ersehnter erster Part Pokémon Y again auf meinem Kanal online. Ja, da durftet ihr dann sehen, wie ich mein erstes Video, das ich am 27. Februar 2016 auf YouTube hochgeladen habe, nochmal mit den heutigen Standards und der heutigen Moderationsart neu aufgelegt habe. Mein Ultramond befindet sich, wie ich mal schätze, zumindest vom Storymäßigen auf der Zielgeraden. Wir sind gerade in Pony eingelaufen und haben dann HPU im Schrein entdeckt und sind da jetzt schon fast beim legendären Pokémon und Mission fehlgeschlagen. Mist. Jedenfalls, wir sind schon Richtung Ende. Bald liegt die Pokémon Top 4 vor uns, die Alola Top 4 und nicht mehr lang. Da haben wir es geschafft, da haben wir es hinter uns gebracht. Was heißt hinter uns gebracht? Also, das ist schön, das Spiel. Also, so unbedingt schnell hinter mich bringen will ich das gar nicht. Da freut mich doch immer sehr, einen neuen Part davon rauszubringen. Ja, ich vermute noch ein paar Parts werden es diesmal mehr, weil es noch ein bisschen Afterstory gibt. Aber Pokémon Sonne hatte so ungefähr 59 Parts. Wie viele hat es? Ja, so ungefähr, ich glaube 59 waren es. Und wir sind gerade aktuell am 1., also gestern, wenn ich mich nicht irre, Mission schon wieder fehlgeschlagen. Was ist denn das hier? Das werden wir noch vorher hinkriegen. Gestern ist der, schlag mich tot, lass mich lügen, der 49. Part hat irgend sowas in der Größenordnung rausgekommen. Das heißt, wer rechnen kann, wer Zahlen kennt, der weiß, lang dauert es nichts mehr. Da glaube ich mich irgendwo fast bild. Ja, nächstes Thema, bevor wir hier noch auf dem Thema rumreiten. Ich habe auch ein blödes Zeitlimit. Das ist auch das Schlimme hier. 8. Komm, noch 2 Münzen, 2 Dinger hier, noch 2 Kübel hier, die wir zerstören müssen.
Wo sind denn die? Wo sind denn die? Ach, es tauchen keine neuen auf, es spawnen keine neuen. Ah, verdammt. Na, komm, mach mal den nächsten. Ja, nächstes Thema. Voraussichtlich wird's auch deshalb, weil ich auch gerade viele davon am Laufen habe, im Jahr 2018 keine neuen Pokémon-Let's Play-Projekte geben. Wird doch nichts. Ja, Pokémon Gelb ist am Laufen. Ach, fast. Pokémon Weiß ist am Laufen. Pokémon Ultramot ist noch am Laufen. Und dann Pokémon Y. Das ist das Neue. Das habe ich jetzt angefangen. Also das einzige Neue, was jetzt als Pokémon Edition, als Pokémon Spiel mit dabei ist, wäre dann Pokémon Y. Eventuell, ich überlege, jetzt im März soll ein 3DS-Spiel auf den Markt kommen, das sich da nennt Meisterdetektiv Pikachu. Eventuell, ich werde es mir mal angucken. Ich werde es nicht gleich bei Release spielen. Ich werde mir mal angucken, wie das andere Let's Player spielen, wie das auf YouTube ankommt. Ob ich das als Let's Play bringen will. Und dann, ja, vielleicht wird es das auch geben, aber verlasst euch nicht drauf, dass auch keine richtige Pokémon-Edition ist. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass das 60-70 Parts dauern wird, das Spiel. Also, ja, vielleicht kann man es, vielleicht wird es irgendwie kommen, lasst euch überraschen. Also, ich werde schauen und dann werdet ihr es sehen. Wenn, dann kommt es im März jetzt hier noch raus. Also, werde mir dann so die ersten Tage mal gucken, was die anderen Let's Player dazu sagen und dann gegebenenfalls im März die Let's Play-Reihe dann auch noch starten, aber so wie es gerade aussieht, ist das eher, kommt das eher ungelegen. Ich habe so viele. Oh, ein DS als Bahn. Ich habe so viele Let's Plays gerade parallel am Laufen. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Also es ist. Wir dürfen eigentlich keine neuen Projekte anfangen. Pokémon Y anzufangen war eigentlich auch schon ein großer Fehler. Das ist. Ich müsste mich eigentlich auf die alten Sachen konzentrieren und die angefangenen Sachen abschließen und ja, dürfte hier nicht Neues machen. Nein, darf eigentlich gar nicht sein. Mach ich trotzdem, aber ja, nur dass ihr es wisst. Viel Altes, was noch abgehakt werden muss, bevor was Neues kommen kann. Also ja, tut mir leid, aber ist so. Seit schon ein paar Monaten, oh, ich muss rückwärts fahren. Seit schon ein paar Monaten sind es, glaube ich, habe ich jetzt eine Regelung eingeführt, dass ich auf YouTube jetzt sonntags immer eine Ruhepause einlege. Das heißt, Videos kommen bei mir daily, ab jetzt nur noch montags bis, was heißt ab jetzt, kommen bei mir, oh, schon abgeschlossen. Montags bis samstags und halt Sonntag kommt dann halt kein Video, das ist dann eine Ruhepause. Diese Regelung, die ermöglicht mir, ich sag's mal direkt heraus, unter anderem weniger Stress zu haben. Also ist sehr im Sinne des Erfinders, dass ich dann halt auch am Sonntag wirklich die Ruhe habe, auch mal einen Film zu gucken und halt auch mal das zu machen, was mir außerhalb von YouTube hobbymäßig Spaß macht. Letztens bin ich auch mal wieder dazu gekommen, mal ein Buch anzufangen und da wirklich mal ein bisschen zu lesen. Da kommt ich jetzt wegen YouTube Videos, Videoproduktion jetzt ja weniger dazu, aber jetzt durch die Sonntagsregelung, kommt man am Sonntag dann zu Sachen, die man so bei wirklich Daily Upload nicht machen würde, wo man nicht zukommen würde. Ist dann auch mal schön. Und wenn habe ich auch ein bisschen Zeit, was zu produzieren. Also sonntags mache ich auch gerne mal schon was für montags oder produziere ein bisschen vor. Aber es ist halt auch irgendwie dieser Zwang nicht da, dass was halt online kommen muss. Also ich kann halt in aller Ruhe was aufnehmen, in aller Ruhe das Thumbnail machen, wirklich ausschmücken und wirklich
alles in Frieden machen und mit der Zeit lassen und ja. Und es nimmt halt auch ein bisschen, ach, schon wieder verkackt hier. Es nimmt halt auch ein bisschen Ärger weg, dass ich dann halt Stress habe und es ist halt ein Video weniger pro Woche, das ich produzieren muss. Das nimmt schon, es lässt schon ein bisschen Luft, muss ich sagen. Ist wirklich so, bin ich sehr dankbar dafür. Auch wenn ich trotzdem YouTube mache, manchmal, bei manchen Sonntagen, ist es eine schöne Regelung. Ich will die Regelung nicht missen. Ist für euch jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil habt dann Sonntag halt kein Video, aber kein neues Video. Aber wie gesagt, es gibt viele alte Videos auf meinem Kanal. Mittlerweile dürften es fast über 1000 sein, die man sich reinziehen kann. Alte Videos, die auch sehr schön sind. Nein, eine Münze. Ach, verdammt. Und die kann man ja auch noch gucken. Ist halt Zeit für Altes. In der Sache. Am Sonntag. Wenn ich halt nichts Neues hochlade. Wenn nichts Tagesaktuelles kommt, dann kann man sich auf die alten Dinge konzentrieren. So ist es. Im Draft News vom Januar. Im Februar kam kein Draft News raus. Im Januar habe ich angekündigt, ich würde doch mal eine Z-Log-Reihe machen wollen zum Thema. Ach, ich kann dieses leider nicht. Soll ich das leiden oder was ist die Aufgabe? Ich habe es nicht gelesen. Ich wollte doch mal eine Z-Log-Reihe zum Thema Raumverbesserung und Raumverschönerung machen. Das heißt, ich wollte mal ein Regal anbringen in meinem Zimmer. Habe ich das überhaupt gesagt? Habe ich das im Z-Log gesagt? Ein Regal anbringen für die DVDs. Ich habe ja jede Menge DVDs in meinem Schrank stehen und die sind dort komplett unerreichbar. Dann muss ich unter den Tisch kriechen und unmögliche Sachen machen, um an meine DVD-Sammlung anzukommen. Und das ist nicht so schön. Das könnte man so einfach ganz praktisch an meiner Wand anbringen, da aus XY halt mal ein Regal oder halt mal ein Brett kaufen, das mal dort anbringen und dort halt alles drauf stapeln und lagern und sortieren und halt auch in eine gute Reihenfolge bringen und das halt auch gut aussieht. Da kann man halt auch eine Z-Log-Reihe machen. Vielleicht kriegt man da ein Video zu oder ich mache noch ein Video, wie ich es einkaufe und so weiter. Halt kann man halt so ein bisschen Einrichtungsvideo bzw. Einrichtungsvideos machen. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Vielleicht irgendwann. Vielleicht mal an einem Samstag, wenn ich Zeit habe, wenn ich Bock habe. Dann gehe ich mal in einen Möbelladen und im Baumarkt eigentlich. Baumarkt wäre viel besser als so ein Möbelladen. Möbelmarkt, ja, Ikea ist eigentlich nicht so. Eigentlich bräuchte ich einen Baumarkt, einfach nur ein Brett und halt irgendwie was zum drunter machen und dann passt schon. Naja, irgendwie mache ich den mir dann einen Plan und kriege das hin. Bin doch immer von euch sehr beliebt und ja, das ist für euch. Ballons habe ich. Jetzt müssen wir den Buddy besiegen. Solange es nicht der Buddy Herbing ist, den wollen wir nicht besiegen. Den wollen wir noch haben. Den mag ich. Den will ich noch haben. Den wollen wir nicht töten. Wo war ich? Ich komme immer vom Thema ab. Wo wir gerade beim Thema Z-Log sind, genau da wollte ich hin. Ein Projekt, das im März jetzt hoffentlich auch noch fortgeführt wird, ist das Projekt Zwerg für Toleranz. Beziehungsweise der Mensch ist keine Nummer. Indem ich aus dem kleinen Heftchen, das ich aus der Gedenkstätte Theresienstadt mitgemacht habe, ein bisschen vorlese und da die Geschichten vortrage. Eine tolle Sache, die würde ich im März gerne fortführen und ja. Und das ist auch so, wisst, das kommt auch im März dran. Ja, die Loot-Chest ist jetzt vorbei.
Da sind alle 6 Videos des Abonnements passiert und ja. Da meine Frage an euch, habt ihr Bock auf eine Staffel 2 der Loot Chest? Eventuell irgendwann mal, wenn ich die Knete dafür habe, das dann halt. Hat es euch gefallen? Die Frage direkt. Wünscht ihr euch, dass ich da nochmal was abonniere und da mal weitere 6 Unboxings mache und da mal die Loot Chest unboxe, oder wollt ihr das nicht? Da meine Nachfrage unbedingt mal kommentieren unter jedes Video auch von mir aus. Weil das will ich wirklich wissen. Ich muss da nicht mehr Geld ausgeben, wenn ihr das nicht unbedingt wollt. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, wenn ihr da. Kostet sehr viel die Loot-Chest, also ist nicht gerade billig. Aber wenn ihr es unbedingt wollt und alle schreit, juhu, mach das, mach das, mach das, dann. Ich finde es auch toll. Loot-Chest auch, also. Kann man vielleicht mal was draus machen. Das hätte ich noch zum Schluss. Ja, ich weiß, das Video ist vielleicht schon ein bisschen lang. Hey, was? Was soll ich hier machen? Ach, das soll ich machen. Kisten durchfahren. Ah, ist klar. Ein News hätte ich noch zur Sommertour 2018. Jetzt auch ein paar News, ein paar Neuigkeiten. Dann begab es sich nämlich so, dass ich von Berufswegen dieses Jahr im Sommer, das heißt im Juli, ups, da bin ich im Sommer dieses Jahres, komme ich zum Punkt, bin ich in Rom, ich bin in Italien unterwegs. Und da, was, eine Kiste fehlt. Wo ist die Kiste, 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 da ist die Kiste, ah, verdammt. Und ja, ich würde mal sagen, Rom und generell Italien ist ein schönes Örtchen. Also Rom ein schönes Örtchen, Italien ein schönes Ländchen. Und da kann man doch was draus machen. Und die Sommertour, da ich jetzt wegen Beruf auch weniger Zeit und das Schülerferienticket jetzt für mich nicht mehr gilt, preisgünstig genug ist. Das Schülerferienticket war mal günstig, das konnte man gut machen, konnte man die Schüler, Quatsch, konnte man die Sommertour gut von finanzieren, das war akzeptabler Preis. Das würde jetzt etwas mehr für mich kosten. Würde ich jetzt, verdammt, das darf. Würde ich jetzt da Tickets kaufen für die einzelnen Fahrten in die verschiedenen Städte. Das heißt, die Sommertour wird dieses Jahr wahrscheinlich aus Magdeburg, natürlich Berlin, das werde ich mir noch gönnen, ich werde, ach verdammt, natürlich ein Berlin-Video machen, also das wird es schon sein, und aus Rom wird es bestehen, eventuell dann noch, hui, die letzte Kiste wieder, verdammt, die kriege ich doch nie, ich darf nicht ins Wasser fallen. Ja, daraus wird es bestehen. Andere Stadt, mal gucken, Köln. Mal schauen, was es da gibt. Da habe ich mal so ein Ticket geschenkt bekommen. Das kann man dann im Sommer einlösen. Da komme ich relativ günstig hin. Also da lässt sich eine Fahrt ermöglichen. Leipzig oder Köln, da gibt es doch die Leipziger Buchmesse. Die läuft auch irgendwann im Sommer, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Gamescom, ja, weniger, aber mal schauen. Mit ganz viel Überzeugungskraft von euch, dass ich mich da eventuell hinziehen. Also Leipziger Buchmesse wäre auch näher an mir dran. Und ja, wäre auch für mich besser. Und ja, mal sehen, vielleicht bin ich ja dann Leipziger Buchmesse, Vlog-Sache und so weiter. Und dann haben wir halt auch schon wieder ein paar Videos. Ein Video Magdeburg, ein Video Leipzig, ein Video Berlin und aus Rom kann man dann halt 2 oder 3 Videos draus machen. Da haben wir auch schon 5, 6 Sommertour-Videos und das, ich glaube, das ist schon sehr schön, wenn man dann halt auch Rom mit dabei hat. Das ist eine Möglichkeit,
Mal schauen, inwiefern ich da halt zukomme, was zu drehen, da halt Videomaterial zu bekommen. Aber ja, also soweit der Plan zur Sommertour 2018. Dass ihr es auch mal wisst, ist kein Thema für den März, aber ist jetzt neu in Planung gekommen und so ist es. Ja, dann werde ich das jetzt mal zusammenschneiden, den Scheiß. Und ja, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst eine Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Dwarf News mit dem Zwangfest verpassen wollt oder ein anderes Video. Ja, man sieht sich. Habt einen angenehmen, festlichen Tag. Gehabt euch wohl. Haut drinne und ja. Macht euch noch einen ganz schönen Tag. Ciao, ciao.